Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal zu einem weiteren Warzone-Video. Heute schauen wir uns eine Waffe an, die eventuell auch eine neue Meta-Waffe werden könnte, beziehungsweise auch einfach schon eine Meta-Waffe ist. Und zwar geht es um die Stoner 63, die natürlich speziell auch durch die Waffenänderung der EM2, der C58 und speziell natürlich auch der Krieg 6 so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt ist. Aktuell, wenn man sich so ein bisschen umschaut, benutzen auch immer mehr Profispieler die Stoner 63. Das Ganze natürlich jetzt auch nicht ohne Grund, denn die Waffe hat sehr viel Munition und ist natürlich auch speziell, wenn man die Waffe kontrollieren kann, wirklich ein absolutes Monster. Wir werden uns heute auf jeden Fall anschauen, wie gut die Waffe jetzt wirklich ist. Wir werden so ein bisschen die Stats vergleichen und natürlich gucken, ob jetzt wirklich Meta-Potenzial in der Stoner steckt. Und natürlich, wie immer, gibt es dazu auch die beste Klasse, die man spielen kann im Verlauf des Videos. Und natürlich, bevor wir jetzt reinstarten, falls ihr neu sein solltet und in nächster Zukunft über Warzone und speziell natürlich auch über COD Vanguard verpassen wollt, dann lasst natürlich gerne ein Abo da. Am Freitag startet die Alpha. Wir werden natürlich auch da in den Grind reingehen. Lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auch gerne eure Meinung zu der Stoner in die Kommentare. Man muss auf jeden Fall immer noch ganz klar sagen, dass C58, Krieg 6 und natürlich EM2 immer noch trotzdem sehr starke Waffen sind. Aber alle drei Waffen wurden jeweils noch so ein bisschen verschlechtert. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal so ein bisschen die Statistik der Waffe an. Vergleichen die Waffen natürlich jetzt auch so Time-to-Kill-mäßig so ein bisschen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go. Oh, hier haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal den Vergleich Stoner 63, Krieg 6 und EM2. Das Ganze natürlich Chest-Time-to-Kill-mäßig. Hier sieht man natürlich auch, dass die Krieg 6 wirklich immer noch sehr solide ist, muss man ganz klar sagen. Dann allerdings der Damage-Drop, ob bei 50 Metern kommt. 10 Meter weiter allerdings erst der Damage-Drop, der Stoner kommt. Allerdings natürlich, Krieg 6 ist speziell ab 50 Meter Time-to-Kill-mäßig jetzt nicht mehr wirklich gut. Der große Vorteil der Krieg ist natürlich immer noch, dass die Waffe gefühlt einfach gar keinen Rückschuss hat, sehr leicht zu kontrollieren ist. Und natürlich EM2. Ist auch sehr solide, muss man natürlich auch sagen. Chest Time to Kill mäßig auf die ersten Meter natürlich jetzt nicht ganz so gut. Allerdings geht natürlich das Ganze relativ straight durch. Das Problem bei der EM2 ist natürlich auch, dass der Rückschuss jetzt nicht sehr, sehr leicht zu kontrollieren ist für jeden. Und natürlich auch speziell für PC-Spieler durch diesen visuellen Rückschussvorteil einfach so ein bisschen besser zu kontrollieren ist. Deswegen muss man natürlich gucken, ob man mit der EM2 klarkommt. Wenn wir die Summit Time to Kill so ein bisschen vergleichen, sieht man natürlich hier, dass die Stoner tatsächlich auf die ersten 60 Meter das Beste ist, was man spielen kann. EM2 natürlich hier auch wieder sehr solide, ist natürlich hier allerdings auch wieder dasselbe Problem mit dem Rückschuss. Wenn wir uns natürlich jetzt nochmal die Patchnotes von den 3 Meter Sturmgewehren in Anführungszeichen anschauen, C58 wirklich deutlich nochmal verschlechtert, ist natürlich auch Midrange immer noch sehr, sehr gut. Wenn man die Waffe kontrollieren kann, geht es natürlich auch immer noch sehr gut klar. Dann natürlich EM2 wurde auch nochmal ein bisschen verschlechtert. Oberkörperschaden wurde auch nochmal von 1,1 auf 1 verschlechtert, was jetzt kein großer Unterschied ist. Allerdings natürlich hier wieder das eben genannte Problem mit dem Rückschuss. Krieg 6 minimaler Schaden wurde von 26 auf 25 verschlechtert und die maximale Schadensreichweite wurde um 7,2% verschlechtert. Und versteht mich nicht falsch, Krieg 6 ist immer noch gut. Allerdings glaube ich, dass jetzt speziell natürlich auch die Stoner eine sehr, sehr gute Alternative sein kann. Hier muss ich auf jeden Fall sagen, man muss der Stoner so ein bisschen Zeit geben, sich einzuspielen. Allerdings, wenn man das Ganze macht, wenn man sich so ein bisschen eingespielt hat, ist diese Waffe auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Time-to-Kill-mäßig mit 584 Millisekunden ist natürlich auch eine sehr, sehr solide Waffe. Jetzt würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt erstmal ins Gameplay. Heute gibt es auch sehr, sehr saftiges Gameplay mit der Stoner, zweimal sehr, sehr wilde Runden. Ich habe auch eigentlich nochmal zusätzlich eine Runde gehabt mit 18 Kills, aber ja, dreimal dürft ihr raten, wer ab 16 Kills erst gemerkt hat, dass die Aufnahme gar nicht an ist. Ich bin wirklich immer noch gebrochen. Jetzt würde ich allerdings sagen, starten wir natürlich jetzt erstmal ins Gameplay. Falls das Ganze euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Viel Spaß mit dem Gameplay. Let's go. Ein Haus weiter, ne? Ja. Okay, aber... Das ist Full Team bei mir. Über dir? Mhm, korrekt. Ja, hab ich hier ganz auf Dach. Mhm. Warte kurz. Knocked. Ah, ist zwischen Etage, glaube ich. Das höre ich hier, ne? Ja, wie kann man eigentlich so ein Pech haben wie ich, Digga? Das geht doch gar nicht. Ah, Bro. Munibox ist da hinten theoretisch. Hier irgendwo. Auf dem Dach, im Shop. Ja, siehst du. Noch einer? Ah, ist so dunkel. Noch einer, oben.
Sehr schön, sehr schön. Sieht hier, von der Mauer. Gehen die rein? Ich glaube, Police rein. Ja, Pro oben drauf. Oh mein Gott! Mach, bringt hier dran. Er war auf dem Rechten hier. Er ist hinten. Ja, Moment. Ja. Schon wieder alleine? Hab ihn. Er hat mich getutet. Er hat Revolver Akimbo, Digga, und hat auch zu dem Lucky Hit, Mann. Aber er weiß, wo ich bin, Digga, what the fuck? Was? Er wusste, wo ich bin. Fuck. Ich hab Ghosts schon längst. Digga, was ist, hä? Wie kann man denn so vorkommen? Ah! Ah! Achso. Der eine hat Shotgun gespielt. Digga, er hat den Prezi auf sich selber gemacht, Digga. Achso, so, das wär's jetzt auf jeden Fall erstmal vom Stoner-Gameplay. Ich glaube, man könnte ganz gut sehen, dass wenn man die Waffe kontrollieren kann, auf jeden Fall wirklich ordentlich Power dahinter steckt. Die Waffe ist so ein bisschen langsam, deswegen sollte man auf jeden Fall eine sehr gute, schnelle MP dabei haben. Wir starten natürlich jetzt auch erstmal direkt bei der Mündung. Das ist natürlich ganz klar der Agency-Mündungsfeuerdämpfer. Geräuschschalldämpfung, Rückschusskontrolle, Kugelgeschwindigkeit und effektive Schadensreichweite. Ganz normal einfach für die Distance geeignet. Dann natürlich der Sonderkommandolauf, der in meinen Augen immer noch der beste ist. Der Qualitätsausführungslauf ist auch okay. Sonderkommandolauf hat mir allerdings im Großen und Ganzen einfach so ein bisschen besser gefallen. Ein bisschen mehr Power. Dann beim Visier ist es natürlich auch so ein bisschen Geschmackssache, was man spielt. Ich persönlich spiele sehr, sehr gerne das Royal Cross Visier bei der Waffe. Allerdings geht natürlich auch das Vision Deck mal 2, das Axiale Visier. Ich persönlich habe das Ganze mit dem Royal Cross Visier gespielt. Zusätzlich dazu habe ich noch beim Fadenkreuz das neue Fadenkreuz gespielt aus dem Battle Pass, was wirklich auch, ja, relativ clean ist und auch sehr, sehr nice aussieht. Und zwar ist es der Grünpunkt, den man im Battle Pass freischalten kann. Dann natürlich beim Unterlauf ganz normal, da man natürlich auch noch ein bisschen Rückschusskontrolle braucht. Der Feldagentengriff und zusätzlich dazu natürlich noch das schnelle Magazin bei der Munition, damit ihr einfach noch so ein bisschen schneller nachladet. Es ist natürlich auch möglich, das 120-Schuss-Magazin zu spielen, was natürlich auch schon extrem, extrem viel ist. Damit könnt ihr wirklich auch einfach die Gegner wirklich komplett wegbeamen. Allerdings schnelles Magazin ist natürlich auch sehr wichtig für die Nachladegeschwindigkeit. Das ist in meinen Augen die beste Stoner-Klasse, die man aktuell spielen kann. Und teste das Ganze gerne. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich hatte auch ordentlich Spaß und ich glaube, ich werde die Waffe eventuell auch sogar mainmäßig spielen. Dann gibt es natürlich noch eine Waffe wie eine QBZ, die natürlich auch so ein bisschen in den Hype gekommen ist, als die ganzen Waffen verschlechtert wurden. Ich muss zu der QBZ sagen, sie ist auf jeden Fall sehr solide. Allerdings muss ich sagen, irgendwie fühlt die Waffe sich auch so ein bisschen weird an. Ich werde das Ganze vielleicht nochmal testen, vielleicht gibt es dazu auch noch ein Video. Falls ihr das sehen wollt, schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Ja. Vor mir. Da drin oder was? Ja, er ist gerade hier lang noch. Er ist direkt hinter der Wand. Ach, da war nur einer. Hab einen. Müsste noch einer drin sein. Hat er self? Hab gefinished? Ja, pass auf, geh nicht oben viel, Digga. Wurde von hinten irgendwie noch angeschossen, da als ich da war. Ne, einer bei mir noch. Sehr schön, sehr schön. Der ist hier, der ist hier. Und die fighten drüben. Nein, nein, nein. Ach, Digga. Geh nicht rüber, geh nicht rüber. Müssen ja noch welche kommen, von Bounty aus. Von rechts auf jeden Fall. Oh. Auch von rechts hier müssen noch safe welche kommen, es sei denn, die gehen super. Gut, One-Shot hinterm Truck, er muss. Muss kurz nachladen, nein. Oh, ab, weg. Nice. Ich sehe, er ist oben. War die auf der Seite? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier springt einer. Ja, ich hol ihn. Nice. Richtig, richtig. Oh, die sind schon drüben, Digga. Das wird schwierig da. Er ist im Haus, links Fenster. Zwei Leute.
Down. Da ist schon noch einer, sind zwei, safe. Das lebt wieder. Der andere lebt noch. Hä? Hatte der safe, hä? Vor uns, vor uns, vor uns. Hä? Vor uns. Ah, Sprung. Einen knocked. Wurde gefinished. Einer ist bei dir drin. Nice. Würde ich du um die bei dir, ich mach die hier. Ich bin Trios, ne? Ja, ja. Ich leg mich jetzt einfach so frei. Nein, ich bin ja auch so. Was, soll ich zu dir fahren? Weiß nicht. Warte, bei mir. Der letzte ist rechts. Self, 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 self. Hab ich. Letztes rechts. Noch einer weiter hinten. Oh, der ist weg. Big Bro, wichtig, wichtig, wichtig. Richtig wichtig. Jetzt bladen. Muss kurz nachladen. Hast du Gasmaske? Ne, jetzt schon. Richtig. Ah, ne halbe, also die hat noch zwei Ticks. Ja, alles gut. Ich nehm Stunts mit. Mhm. Wir müssen noch hinter der Wand sein. 2 gegen 1. Hey, Lul. Er ist links. Big Bro. Let's go. GG. GG. Bro, Stoner ist so eine Meta-Waffe. What the fuck? Der erste Stoner ist richtig stark. GG. Das wär's langsam von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und natürlich abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt, speziell über COD Vanguard, was jetzt alpha-mäßig am Freitag erscheinen wird. Ich glaube, das Ganze wird sehr, sehr nice. Ich habe Bock auf jeden Fall. Und Leute, das ist mir. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.